Tjena, Leute, es ist ein wenig her und heute möchte ich über Messer reden, was ich erst gestern am späten Nachmittag tatsächlich bekommen habe. Ich hatte also eigentlich noch gar keine Zeit, es zu testen. Das möchte ich heute mit euch machen und ohne lange Vorrede, darum dreht sich's. Ja, was ist das? Vielleicht manche erkennen es schon. Es ist das Malanica Puco. Ein Messer, was ich schon extrem lange auf meiner Liste hatte. Und es kam durch einen Tausch zu mir. Es war der schnellste Weg für mich, an einem Malanica Puco zu kommen. Und wer meine letzten Videos verfolgt hat, weiß, dass ich als das eine Messer ein Puco auswählen würde, wenn ich denn nur eins wählen dürfte. Mal gucken, was das Malanica Puco so kann. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Aber bevor wir in die Tests gehen und ich mehr dazu erzähle, wie immer, unten findet ihr einen bei mir Coffee-Link. Damit könnt ihr meinen Kanal unterstützen oder aber ein super Thanks. Wie immer, alles kann, nichts muss. Bis gleich. So, natürlich ist heute nicht nur der Kaffee dabei, ja, sondern wo haben wir ihn? Herr Apfel, der ist auch noch mit dabei. Vielleicht kleine Anmerkung, bevor es losgeht. Ich habe ein bisschen mein Setup geändert, mein Kamera-Setup. Dementsprechend schreibt mal bitte gerne unten in die Kommentare, wie ihr das Bild findet und so weiter und so fort. Ich probiere noch ein bisschen rum. Ich bin weg von der Handykamera auf eine tatsächlich normale stationäre Kamera gegangen. Sagt mir einfach mal, was ihr von der Qualität haltet. Würde mich brennend interessieren. So, wir wollen aber uns ein bisschen über das Malanica Puco unterhalten. Also das Malanica Puco kam zu mir, wie ich schon gesagt habe, durch einen Tausch. Und die technischen Daten dazu blende ich euch im Laufe des Videos ein, ganz in Ruhe, weil es ist ja ein Custom-Made Knife. Der Dani Hermann macht das in Bulgarien. Ihr könnt ihn anschreiben, er hat eine Webseite. Ich kann die euch hier unten verlinken. Schreibt ihn an, er macht nicht nur Pucos, er macht auch noch ein Bushcraft-Messer, was ich auch noch sehr interessant finde. Aber dafür ist er mehr oder weniger bekannt. Nun bin ich nicht der Erste, der dazu Videos macht. Ja, soweit ich mich recht erinnere, macht der Daniel Hermann seit 11 Jahren Messer. Und eins kann ich vorwegnehmen, einer hervorragenden Qualität. Ich möchte eigentlich behaupten wollen, dass dieses Messer vom Fit and Finish, wie man so schön sagt, also von der Verarbeitung her, das Beste ist, was ich mein eigen nennen darf. Ja, ich werde das behalten. Das geht in keine Tauschrotation. Auch das kann ich schon vorwegnehmen. Einfach ein tolles Stück Metall. Wir gehen natürlich nochmal in die Einzelaufnahmen. Aber was ich euch sagen wollte, ist, wenn ich die technischen Daten einblende, hab Verständnis dafür. Natürlich gibt es Abweichungen von Messer zu Messer. Ich glaube schon, dass der Dani Hermann so viel Messer produziert und trotzdem immer noch so tolles Fit and Finish bekommt, dass die vielleicht schon alle gleich sein werden. Ich bin mir aber sicher, dass jedes Messer trotzdem seine Eigenheiten aufweist. Wir sprechen heute also explizit nur über das, was ich hier habe, und zwar in Crewwear. Wir gehen in die Tests, wir fangen wie immer an mit dem Apfel. Bis gleich. Da ist er schon, der Apfel, und vielleicht auch mal das Malanica Puco in Nahaufnahme. Wie gesagt, es kam gebraucht zu mir. Ich habe es nicht großartig sauber gemacht. Ja. Vielleicht einfach nur mal, dass ihr kurz schauen könnt, wie es aussieht. Es hat ein paar Kratzer auf der Klinge, was ich aber allerdings eigentlich ziemlich cool finde, weil ich benutze meine Messer, egal wie teuer sie sind. Aber wenn schon Kratzer drauf sind, dann scheut man sich weniger, eben richtig loszulegen. Ich bin trotzdem mehr als zufrieden damit. Der Apfel, wir schauen mal, ob er schneiden kann. Ja, tut er. Ich komme mal näher an die Linse. Also, es findet ein Schnitt statt. Ja. Natürlich spaltet es auf. Es ist, wenn ihr so wollt, ein extrem dünn ausgeschliffener Scandi. Aber die Schneideigenschaften sind sehr gut. Ja. Kann feinste Schnitte machen, ohne großartig eine Eingewöhnungszeit zu haben. Funktioniert. Was man auch sieht ist, ich hoffe, die Kamera kann es gut einfangen. Wie gesagt, ich habe ein anderes Kamerasetup. Es ist eine Schnittkante zu sehen und weniger eine Bruchkante. Vollste Zufriedenheit von dieser Warte aus.
wenn man sich die Geometrie mal anguckt, aber ich werde dazu noch später ein bisschen mehr sagen. Wie gesagt, das ist eigentlich, wenn ihr so wollt, um es mal ganz flach auszudrücken, ein sehr hochgezogener Skandi mit einer Mikrophase. Ja, ich würde mal schätzen, pro Seite haben wir hier auf diesem Anschliff vielleicht 8, 9 Grad pro Seite. Und wenn ihr das mal vergleicht mit euren Standard-Flatgrind-Messern oder Sabergrinds, die meistens eine sekundäre Phase von 20 bis 25 Grad haben, sind 8, 9 Grad pro Seite schon eine heftige Ansage und eigentlich auch schon ein gutes Indiz dafür, wo dieses Messer drin performt. Und das ist tatsächlich Schneiden und Holzarbeiten. Holzarbeiten habe ich ja gerade gepriesen. Davon gehe ich aus, dass dieses Messer für prädestiniert ist. Nicht nur, natürlich sind diese Pukos, muss man sagen, Allround-Messer. Ja, Food Prep geht wunderbar. Ihr habt es gerade so ein bisschen am Apfel erahnen können. Küchenaufgaben, ich habe es gestern kurz an der Gurke probiert, geht auch. Natürlich spaltet es ein bisschen auf. Tausendmal besser als ein Scandi. Nicht ganz so gut wie ein Flatgrind, aber als Allround-Messer wahnsinnig gut. Gut, genug gequatscht. Wir versuchen mal, feine Holzlocken zu machen. Die Schwierigkeit ist, ich mache mal eine Primärphase, die Schwierigkeit ist natürlich bei so einem Messer den richtigen Punkt zu finden, wo die Klinge, die Schneide, nicht zu sehr ins Holz will. Und wie gesagt, ich habe noch keine Erfahrungswerte mit dem Messer. Dementsprechend stelle ich mich hier vielleicht an, gerade wie ein Horst, aber nichts gegen Horste. Aber es geht doch wunderbar. Ich glaube, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Mit dem Stück habe ich noch was Besonderes vor, deswegen nehme ich mal kurz ein anderes Holzstück zur Hand. Das hatte ich beim letzten Mal dabei. Wir versuchen mal eine Einkerbung zu machen. Ja, sollte ja problemlos möglich sein. Hoppala, Messer drückt sich gut rein und ist extrem beißfreudig im Holz. Also, hatte ich auch noch nicht, dass ich eine Kerbe quasi mit einmal reinschneiden und brechen geschafft habe. Na gut, das gibt für alles ein erstes Mal, so wie es heißt. Ne? Wie schneidet es allgemein nochmal? Es beißt ja. Das war trockene Fichte. Hier liegt noch ein Stück feuchtes Holz rum. Ich sitze hier unter Kiefern, also wird es ein Stück alte Kiefer sein. Mal gucken, ja. Hier pitschnass und trotzdem wunderbar. Ja. Geht. Was ich so ein bisschen vorhabe mit dem Holz, zeige ich euch gleich in einer anderen Perspektive. Und ja, könnt ihr gespannt sein. Ich will mal versuchen, auf die Schnelle einen Spatel zu machen. Ich glaube, das zeigt immer ganz gut den Holzabtrag. Ist für die ganze Zeit schon trockene Fichte. Los geht's.
ja, ich meine, da hat man seinen Spatel. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, auf die Aufnahme, wie lange ich jetzt hier nicht geschnitzt, wie lange ich hier geschnitzt habe. Aber es ging super fix. Ich habe unterwegs zwischendurch mal die Schneidkante überprüft, weil tatsächlich hier im Holz hat sich ein Astloch befunden, da war es ein bisschen härter. Und wenn du ein Messer hast mit einer Schneide von 8, 9 Grad pro Seite und einer Mikrophase, nicht, dass es passieren kann, das wäre die falsche Wortwahl, aber trotzdem will ich es überprüfen, ob die Schneide noch ganz ist oder ob ich mit dem Finger hier stotter auf der Klinge. Nein. Ach, es hat mir jemand gesagt, wenn Messer richtig scharf sind, könnte man das nicht tun. Doch, deswegen macht man es ja mit dem Fingernagel, nicht mit der Fingerkuppe. Außer du hast ganz dünne Fingernägel, dann vielleicht schon. Dann wird es ein Problem. Hat es gut gemacht. Also ging flott von der Hand. Gibt es gar nicht zu meckern. Während ich jetzt hier noch so ein bisschen weiter schnitze, erzähle ich mal ein bisschen was noch zu dem Messer. Ich habe ja gesagt gehabt, der Griff ist Buchenholz, das Griffmaterial ist Kruwer. Zu Kruwer kann ich gar nicht mehr so viel sagen. Ich glaube, ich werde das Thema Stähle in nächster Zeit sowieso bewertungsfrei lassen. Aus dem einfachen Grunde, dafür gibt es viel zu viele Vorlieben. Ja, und es ist immer wieder, öffnet man die Büchse der Pandora. Und mir geht es ja nicht darum, dass ich euch als Zuschauer verprelle, sondern mir geht es ja darum, dass ich euch Dinge sage oder zeige, wie ich sie wahrnehme. Deswegen lassen wir mal das ganze Stahlthema außen vor. Sollte mir natürlich beim Stahl etwas sehr ins Auge fallen, im Positiven wie im Negativen, werde ich euch es immer sagen. Das wird immer transparent bleiben, aber ansonsten lasse ich es wertungsfrei. Natürlich baut der Danier aka Malanica nicht nur Messer in Kruwer. Ihr könnt wählen. Er bietet auch 80 CRV 2 an, CPM 3V, CPM 4V, Magna Cut, Kruwer, N96. Also er hat eine ganze Bandbreite. Und je einfacher der Stahl, in Anführungsstrichelchen bitte nehmen mit einfachem Stahl, ja, desto günstiger wird es am Ende des Tages auch. Was das gekostet hat, kann ich nicht sagen. Nochmal, ich habe es gebraucht bekommen und bin top zufrieden. Das Lustige war, als ich es bekommen habe, kleine Anekdote, und dann gehen wir auch schon ins Fazit, ist von demjenigen, von dem ich es ertauscht habe, der hat mir das Messer gezeigt, ich fand es halt super und habe gesagt, ja klar, können wir machen. Sag mal, was ist denn eigentlich für ein Griffmaterial, für ein Stahl? Und er so, ah du Robert, keine Ahnung, ich habe es auch aus dem Tausch bekommen. Ich weiß es einfach nicht mehr. Und der Typ, von dem ich es getauscht habe, ich glaube, der hat auch mehr Messer in seinem Besitz, als ich je Unterhosen in meinem Leben besessen habe. Wirklich der Wahnsinn. Ja, also es sei verziehen, dass er es nicht wusste. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe also Dani Hermann Malanica eine E-Mail geschrieben und hatte eigentlich wenig Hoffnung, dass er mir helfen könnte, vielleicht beim Griffmaterial. Und ich schickte ihm ein Foto mit von dem Messer und sagte, du, helf mir mal, was ist das? Also bevor ich es bekommen hatte. Und er antwortete mir relativ schnell, also innerhalb von 12 Stunden, glaube ich, mit dem Foto von diesem Messer, und zwar nicht, was ich ihm geschickt habe, sondern als er es fotografiert hat für den Kunden, für den er es gemacht hat, genau dieses Messer, und meinte, Robert, das ist Buche und zu 99,9% Kruwer-Stahl. Und da dachte ich mir, wow, krass, ja, der Typ macht vielleicht, weiß ich nicht, wie viel Messer der macht, ich habe keine Ahnung. Lass es 300 im Jahr sein, ich weiß es wirklich nicht, das ist einfach jetzt eine Zahl, die ich als Annahme, ja. Und wie gesagt, der macht das seit 11 Jahren und jetzt rechnet mal hoch. Ja. Und dann schicke ich ihm ein Bild und der kann mir sofort eins raussuchen und sagt hier das. Und das war tatsächlich anhand des sehr eindeutig zu identifizierenden Griffs aufgrund dieser wunderschönen Holzmaserung, war es das auch gewesen. Anekdote genug, wir springen mal ins Fazit. Das Fazit. Also, das Malanica Poco hat schon sehr viele gute Reviews erhalten. Und ich muss sagen, zu Recht. Es stößt locker das Martini Poco aus einem meiner letzten Videos vom Thron. Warum, kann ich euch gleich sagen. Wir fangen mal einfach an mit der Schneide. Also, wir haben hier natürlich eine rhombische Klinge. Ja, also es ist ein Tommy Poco, es ist eine rhombische Klinge.
Das heißt rhombisch, was heißt das? Dass hier oben der Messerrücken schmaler ist als, seht ihr hier diese Grindline? Die ist der breiteste Part der Klinge, das heißt, es wird hier oben schmaler und fällt dann wiederum schmaler ab. Es ist von der Schneidgeometrie her super, super gut. Es deckt genau das ab, was ich will. Ich habe in diesem Video nicht batont, weil es gehört einfach nicht zu meinem Spektrum. Ja, es gehört nicht zu meinem Spektrum, da bin ich nicht der Typ für. Ich mache es in einiger meiner Videos, um irgendeinen Punkt zu unterstreichen. Ich mache mir keine Sorgen, dass dieses Messer es bis zu einem gewissen sinnhaften Grad nicht auch kann. Aber unnötige Stresstests mit Messern werde ich in Zukunft wahrscheinlich auch nicht mehr machen, außer sie sind ausgepriesen dafür. Oder sie sind gepriesen dafür, so rum. Die Klinge hat eine schöne Spitze, hat einen relativ runden Bauch, was ich ganz besonders schätze. Weil wenn es zu bauchig ist, habe ich manchmal im Holz Probleme. Und diese hervorragende Klinge und diese hervorragende Klingengeometrie wird unterstützt vom fast noch viel besseren Griff. Ich überlege eine Zeit, wo ich mir Kaffee hinstelle. Okay, habe ich inzwischen den Beinen. Also, wir versuchen mal. Das ist der Griff. Und wenn man mal genau hinschaut, läuft der Messerrücken gerade. Und hier unten, seht ihr das, geht eine Wölbung nach unten. Ja, soll heißen, man kann mit Zeigefinger und Daumen relativ weit vorfassen, in so einen Pinch Grip gehen, ja, problemlos, weil eben auch diese Seite, hoppala, diese Seite eine extrem dünne ist. Kann man halt gut drauf fassen. Hier unten am Bauch hat man nach hinten eine leichte Wölbung, was den mittleren, den Ringfinger und den kleinen Finger hervorragend unterstützt. Genau. Und ihr seht anhand des Ovals, dass dieses Messer einfach ein Handschmeichler ist. Da muss man jetzt kein Atomwissenschaftler für sein. Ich zeige es euch nochmal so, was ich meine. Seht ihr? Es ist also kein klassischer Barrel Shape, wie bei meinem finnischen Puku, was ich gepriesen habe. Da spielen viele kleine Designelemente zusammen, dass dieses Messer ein extremer Handschmeichler ist. Man kann es extrem gut halten und in jeder Griffposition. Und genau das unterstützt eigentlich auch noch diese hervorragende Klinge und die hervorragenden Schnitz- und Schneideigenschaften dieses Messers. Mal ganz abgesehen vom Fit and Finish. Ja, nochmal Buchengriff, wunderschön in der Maserierung, in der Maserung. Messing Bolster, ja, Messing Endstück und dazwischen nochmal schwarze Liner gelegt. Also nicht nur ein Handschmeichler und ein Hingucker, ein extrem, extrem gutes Messer. Würde ich Skalen von 1 bis 10 vergeben, wäre das eine 11, locker. Ja, ohne Quatsch. Ich stehe mit Danier in keiner Verbindung, ja, also bin ich da wirklich unvoreingenommen. Ein hervorragendes Messer. Kommen wir mal zur Scheide, denn die ist nämlich auch, wie sollte es anders sein, hervorragend. Es ist ein relativ klassisches Design. Ja. Hier im Leder befinden sich zwei Lagen Holz, oben und unten, die das Messer erstmal beim Einstecken führen und verhindern, dass man es verkantet und das sehr dünne, aber sehr gut riechende Leder tatsächlich durchschneidet. Das Ganze ist mit einem Dengler-System befestigt, ganz klassisch. Also Dengler-System, es ist ja kein System, es ist einfach ein Dengler, der über einen D-Ring an der Scheide befestigt ist. Die Naht ist extrem gut geführt und dieser Dengler macht absolut Sinn. Ich persönlich trage das Messer am allerliebsten hier vorne im Jäger-Style quasi. Einfach nicht, weil ich jetzt so tun würde, als wäre ich ein Jäger, sondern je mehr ich Messer oder je öfter ich Messer mit dem Dengler weiter unten an der Hüfte trage, desto eher mag ich den Cross-Draw total gerne. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, eigentlich wirklich nicht viel, weil es ist ein hervorragendes Messer. Ich glaube, der Danier hat sich mit einem guten Grund diesen Ruf erarbeitet, den er hat. Messer bewegen sich so, das Puku, glaube ich, also nagelt mich darauf bitte nicht fest, zwischen 280 für die günstigste Stahlvariante und relativ einfachen Griffmaterial bis 300, 350 für gehobenen Stahl und relativ einfachen Griffmaterial. Wollt ihr natürlich irgendeinen Mammutzahn haben oder ein Einhorngebein, wird es natürlich teurer. Ja. Volle Empfehlung von meiner Seite,
Also, was versprochen wird im Netz, kann ich diesmal bestätigen, hat Hand und Fuß. Hare so jette, jette bra. Bleib gesund. Hey.